Das Thema, das ich heute mit uns anschauen will, ist sehr zentral. Es geht um alles oder nichts. Es geht um die Selbstverleugnung und was das heißt für uns, das Kreuz auf sich nehmen. Wir kennen diese christlichen Begriffe, das Fleisch, Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich nehmen, sterben und was man noch alles so sagt. Und oftmals nimmt man die christliche Sprache, sagt etwas und man kommt gar nicht in die Tiefe und sagt eigentlich, um was es wirklich geht. Ja, was heißt denn jetzt hier das Kreuz auf sich nehmen? Was heißt sterben? Was heißt denn das alles? Bin ich jetzt ein Roboter? Habe ich keinen freien Willen mehr? Diese ganzen Fragen, die wir uns stellen sollten. Oder wenn Leute sagen, Bruder und Schwester, wandelt im Geist. Ja, okay, was heißt das jetzt? Was heißt wandelt im Geist? Und wir wollen uns ein paar Begrifflichkeiten heute anschauen. Lasst uns bitte dazu aufschlagen, Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, Verse 23 und Folgeverse. Das ist das zentrale Thema der Nachfolge. Ich lese vor. Er sprach aber zu allen, und das sind auch alle, die hier sind: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit um der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Es ist eine Willensentscheidung. Die Ehe wird eingeläutet mit den Worten, willst du? Und so ist auch das christliche Leben eine Willensentscheidung. Jeden Tag, Geschwister, merkt euch das. Alles, was im Geiste ist, ist eine Willensentscheidung. Gott hat wunderbare Instrumente genutzt. Und zwar keine Gefühle für eine biblische Realität. Der Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. Der Wille hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die Entscheidung hat nichts mit Gefühlen zu tun. Buße hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist eine Entscheidung. Ich ändere meinen Kurs. Also Gott benutzt Mittel, um uns klarzumachen, er will nichts vermischen mit unserem Gefühlshaushalt. Weil unsere Gefühle, das wisst ihr selbst, sind trügerisch. Unsere Herzen sind trügerisch und wir können uns selbst ja nicht mal glauben. Uns selbst. Und wir sind auch nicht in der Lage, uns selbst zu beurteilen. Das können wir gar nicht. Paulus sagt das in 1. Korinther 4, wir schlagen das aber bitte nicht auf. Er sagt, dass es nicht ausreicht, selbst wenn er keine Gewissensbisse hätte. Also sein Gewissen veranklagt ihn nicht. Er sagt, mein Gewissen veranklagt mich nicht, ich habe keine Probleme mit irgendjemandem, ich bin im Frieden mit jedem. Und er sagt dann schlussendlich, aber das reicht nicht. Es reicht nicht. Gott ist es, der mich beurteilt. Also wir sind selber nicht in der Lage, uns zu beurteilen. Und deswegen sind wir angewiesen auf die Informationen der Heiligen Schrift. Und ich habe das mal in einer Predigt noch gesagt, falls ihr euch erinnern möchtet, alles, was im Geiste ist, alles ist eine Information von der Heiligen Schrift. Zum Beispiel, ich nehme dieses eine kurze Beispiel, im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 6 steht geschrieben, wir sind mitversetzt mit Christus in den himmlischen Örtern. Spüre ich das? Also ich habe Nackenschmerzen ein bisschen, muss ich euch ehrlich sagen. Das spüre ich gerade. Aber ich bin mitversetzt. Die Bibel sagt, diese Realität ist da. Und woher weiß ich es? Aus der Schrift. Deswegen hat der Herr uns auch einen Schriftglauben gegeben und nicht einen Emotionsglauben. Auch nicht einen Glauben an Wundern, weil sobald die Wunder wieder verflachen, verflacht auch unser Glaube. Versteht ihr, was ich meine? Er ist nie gebunden an etwas, was wir hätten tun können oder erfüllen könnten, sondern Gott bringt unser ganzes Vertrauen in die Heilige Schrift. Und das ist das, was wir haben sollten. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich sage es jetzt lieber nicht. Lasst uns jetzt bitte etwas anschauen. Jetzt wird es ganz zentral.
steht auch Lukas 9, im gleichen Kapitel, Verse 57 bis 62. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Buben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen zu meinem Vater und ihn zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und was sagt uns der Herr? Er sagt nicht: Gedenke an Lot, wie er rausgekommen ist aus Sodom und Gomorra. Er sagt: Gedenke an Lots Frau, die zurückgeblickt hat und zu einer Salzsäule geworden ist. Der Herr warnt uns, zurückzublicken. Weil der Herr Jesus selbst, wenn ihr euch das mal durchgelesen habt, in Hesekiel, ganz am Anfang, im Buch des Hesekiel, da heißt es immer wieder, dass der Thron Gottes geführt wurde. Und egal, wo sie hingegangen sind, die Cherubim, egal, wo dieser göttliche Wagen hingegangen ist, ob nach links oder nach rechts, es ging immer nach vorne. Und Gott ist auch so ausgerichtet, dass er immer nach vorne geht. Immer. Und wir sollten das auch tun. Es geht in eine Richtung, zu Christus hin. Jetzt schauen wir uns mal kurz diese paar Verse an. Auf der Reise, Vers 57, heißt es: Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und jetzt kommt der Herr und konfrontiert ihn sofort mit der Realität. Er sagt: Hey, du willst mir nachfolgen? Ich bin arm. Ich habe gar nichts. Ich schlafe draußen. Stellt euch vor, wir gehen mit dem Herrn Jesus eine Runde laufen, dann sagt uns: Geschwister, nur dass ihr es wisst, heute schlafen wir draußen. Wäre nicht so berauschend, oder? Und der Herr sagt: Sogar die Vögel des Himmels haben mehr als ich. Als sie ihn gefragt haben wegen den Steuern, ihr kennt ja diese Stelle: Müssen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Was sagt er ihnen? Wer weiß es? Gibt es des Kaisers, des Kaisers. Genau. Und was sagt er noch davor? Weil ich weiß, was über dein Herz ist. Nein, was sagt er noch davor? Also was hat er, musste er irgendetwas nehmen in seine Hand? Ach so, gib mir eine Münze. Genau, er sagt mir: Gib mir eine Münze. Er hatte noch nicht mal Geld. So arm war der Herr. Er musste jemand anderen fragen und sagen: Gib mir bitte einen Denar, dass ich euch das zeigen kann, als Beispiel. So arm war der Herr. Wir gehen weiter. Vers 59. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Jetzt kommt der Herr und sagt zu ihm: Folge mir nach. Also eine Anforderung an den Menschen. Der andere hat zu dem Herrn gesagt: Ich will dir nachfolgen, von sich aus. Und jetzt sagt er zu einem: Folge mir nach. In Vers 59. Und dann sagt er: Herr. Das fängt schon mal gut an. Er sagt dem Herr: Erlaube mir. Zuvor. Was ist hier falsch an dem Satz? Zuvor. Es gibt kein Zuvor. Es gibt kein Zuvor. Zuvor würde heißen: Ich folge dir nach, aber erstmal. Es gibt sowas nicht. Jesus ist an erster Stelle. Amen. Bevor ich noch hergekommen bin, haben mir meine Eltern gesagt, ich soll aufhören, hier zu predigen. Also nicht hier, heute hier. Und dann musste ich ihnen einfach sagen, das meine ich wirklich, also es ist wirklich passiert, das ist kein Scherz. Ich habe ihnen dann sagen müssen: ich kann nicht. Ich liebe den Herrn mehr als euch. Es gibt kein Zuvor. Sowas existiert nicht. Alles, was zuvor ist, ist antichristlich. Ob es uns passt oder nicht, anti heißt anstelle oder auch dagegen. Es gibt kein Zuvor. Und deswegen sagt er uns auch: Dein eigenes Leben, dein eigenes Seelenleben, deine Wünsche, deine Pläne, deine Ausrichtungen, egal was du vorhast, müssen weg. Die müssen einfach weg. Ich weiß, dass das uns nicht gefällt.
Aber das ist gut so, dass es uns nicht gefällt. Es soll uns auch nicht gefallen. Das Evangelium ist uns auch nicht dazu zum Entertainment gegeben, zum uns irgendwie belustigen. Das Evangelium fordert von uns alles. Das ist die Realität, weil es unseren Meister auch alles gekostet hat. Und wir folgen dem Meister, dem es alles gekostet hat. Wir folgen nicht einem anderen Herrn. Wir folgen genau dem gleichen Messias, der in den Tod gegangen ist. Dem folgen wir nach. Jetzt heißt es hier, er würde gern seinen Vater begraben. Und jetzt kommt der Herr und beantwortet ihm mit Vers 60 folgendes. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ja, ist denn der Herr gegen dieses Begehren, seinen Vater zu begraben? Was heißt denn dieser komische Satz? Das ist ja schon ein heftiger Satz. Ich würde gern meinen Vater begraben, der Herr sagt nein. Der Herr Jesus hat doch selber geweint über seinen Freund Lazarus. Der Herr Jesus hat doch selber geweint über Jerusalem. Er weint über die Stadt. Also so drastisch kann es ja wohl der Herr nicht gemeint haben. Was meint denn der Herr? Der Herr meint Folgendes. Bei den Juden ist es eben so, ihr kennt das vielleicht. Die haben ja diese Boxen, diese Steinboxen, wo sie reingelegt haben, die Toten, und ihre Gräber, also ihre Knochen. Und nach einem Jahr gibt es halt diese Totenklage wieder, und man holt diese Totengebeine wieder raus und dann klagt man wieder über diese Totengebeine und dann macht man sie halt wieder rein. Und der Mann, dieser, den der Herr jetzt hier anspricht, er sagt zu ihm, bitte, ich würde gern kurz zu meiner Familie und ich würde gern noch einmal dieses Ritual mit ihnen halten und dann komme ich dir nachfolgen. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn er nach Hause geht? Was glaubt ihr, was alles passieren könnte? Zurückgehalten werden. Ja, ganz einfach. Er würde vielleicht zurückgehalten. Wie, du gehst mit Jesus? Jeder redet doch schlecht über ihn. Was willst du dem eigentlich dem nachhängen? Der aus Nazareth? Jeder redet schlecht über ihn. Du weißt ganz genau, was das für unsere Familie heißt. Wir haben sie es vorhin auch gesagt, meine Familie. Man redet schlecht über uns. Ich kann euch diesen Preis nicht entnehmen. Das kostet einfach. Versteht ihr? Es kostet einfach. Die Wahrheit muss uns was kosten. Und sie kostet auch etwas. Und es ist auch gut so, dass sie was kostet. Wenn Wahrheit nichts kostet, was soll dann kosten? Die Lüge. Die Wahrheit wird uns alles kosten, Geschwister. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht hatten. Heißt es im 2. Thessalonicher Brief. Die Liebe zur Wahrheit hat Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung gesendet, weil sie die Wahrheit nicht geliebt haben, nicht ein bisschen anständig gemocht haben und sie befürwortet haben, sondern lieben. Und wer ist die Wahrheit? Jesus. Der Herr Jesus. Vers 61. Jetzt kommt ein anderer. Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Wann nimmt der Mensch Abschied von daheim? Erst in der Nachfolge. Schon lange, lange davor. Wenn er jetzt noch nach Hause gehen muss und Tschüss sagen muss, dann war er noch nie am Nachfolgen. Wisst ihr, bei der Taufe ist es eben so, das ist ein Bild, dass sie gehen durch das Meer und dann trennt sie auf einmal, das Wasser kippt ja. Sie sind hier auf der anderen Seite und die Ägypter sind ja soffen in dem Wasser. Zwischen den zwei war etwas, und zwar Wasser. Es war unmöglich, dass jemand von denen wieder zurück kann oder einer von denen darüber kann. Da war ein Schnitt. Und was sagt Moses zu den Leviten? Jedermann gürte sein Schwert und töte seinen Bruder, seine Schwester und, als sie Unzucht getrieben haben und 23.000 Menschen getötet wurden. Warum sagt denn das Gott? Aus dem einfachen Grund, das Fleisch, die Familie, muss geschnitten werden. Man muss eine Trennung bringen. Wenn der Herr natürlich die Glückseligkeit schenkt, dass die Familie schon wieder geboren ist oder im Glauben ist, dann ist das eine ganz, ganz große Gnade. Aber wo das nicht der Fall ist, kommt das Schwert in die Familie. Entweder nimmt man das Schwert an oder halt auch nicht. Aber das ist der Preis, den wir zu zahlen haben, Geschwister. Das ist normal. Das ist auch nichts Weltbewegendes. Das ist was ganz Normales. Das ist normal. Und jetzt kommt Vers 62.
Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und wisst ihr, Gott ist halt einfach, wisst ihr, Gott ist kein, das ist nicht dieses positive Denken, es ist göttliches Denken, es ist reelles Denken. Es gibt eine Regel im Reich Gottes, merkt euch das bitte. Ihr kennt diesen Text, mit Sicherheit kennt ihr ihn. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Er erniedrigte sich, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ihr kennt wahrscheinlich diese Sätze. Dreimal hat er sich erniedrigt. Er wird erstmal ein Mensch, was so oder so schlimm genug ist. Wir sind einfach schlimm, wir Menschen. Dann heißt es, er hätte auch eigentlich, übrigens hätte er auch ein Engel werden können, weil ein Engel sind auch dienstbare Geister. Aber er wird ein Mensch. Dann heißt es, er geht in die Selbstverleugnung, wird ein Mensch. Dann heißt es, er wird getötet. Was nochmal eine Selbstverleugnung ist. Und dann heißt es noch auf eine Art und Weise, wie er getötet wird. Am Kreuz. Wie ein Mörder. Also nicht mal einen anständigen Tod hat er bekommen. Und diese Selbstverleugnung, diese Demut ist die Regel im Reich Gottes. Demut, Geschwister. In diesem Text heißt es, er erniedrigte sich selbst. Wer weiß dieses Wort, was es heißt? Selfie. Was sind das für zwei Wörter? Self-I. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört, oder? Self-I. Was heißt denn das? Selbst ich. Selbst ich? Ich selbst. Es ist komplett im Sinne nicht von Gott, weil er sagt sich selbst, also er gibt sich selbst hin und verleugnet sich selbst und die Welt sagt, du selbst. Es ist komplett das Gegenteil von Gott. Jetzt versteht mich nicht falsch, es ist keine Sünde, ein Selfie zu machen. Ja, also ich hoffe, ihr habt das verstanden. Aber das ist das Denken dieser Welt. Und das muss von uns abgeschüttelt werden, Geschwister. Ich möchte mit uns heute etwas ganz Besonderes anschauen. Und zwar das Fleisch. Was das Fleisch heißt. Fleisch hat ja viele Bedeutungen in der Bibel. Das Fleisch. Das ist auch wieder so ein biblischer Begriff und kein Mensch weiß eigentlich, was das heißt. Lasst uns bitte aufschlagen. 3. Mose, Kapitel 8, Vers 17. 3. Mose 8, 17. Aber den Jungstier samt seiner Haut und seinem Fleisch und Unrat verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und da heißt es, seine Haut, das heißt seine Ehre, alles was sichtbar ist, und seinem Fleisch verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers. Und das ist ganz einfach für uns Folgendes. Fleisch, wir kommen auch gleich im Laufe dieses Textes, was das alles heißt, das Fleisch. Das Fleisch hat in unserer Mitte nichts zu suchen. Gott sagt Fleisch, auch wenn ihr das jetzt vielleicht für den Moment noch nicht versteht, aber das Fleisch muss weg. Es darf gar nicht in der Gemeinschaft sein. Es wurde verbrannt außerhalb des Lagers. Also es wurde uns schon gesagt von Gott, wohin, in welche Richtung das gehen muss. Jetzt gehen wir weiter. Kapitel 9, Vers 11, im gleichen Buch. Kapitel 9, Vers 11. Auch hier. Und das Fleisch und die Haut verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers. Dann, lasst uns aufschlagen, Richter, Kapitel 8, Vers 16, das Buch der Richter. Das kommt nach Josua. Jetzt kommt etwas Schönes, das ist ein Bild, eine Bildersprache der Bibel. Richterbuch, Kapitel 8, Vers 16. Hier geht es darum, dass die Reichen nicht mitarbeiten wollten. Und jetzt werden sie gezüchtigt, warum sie sich am Werk Gottes nicht beteiligt haben. Und jetzt heißt es im Vers 16, und er ließ die Ältesten der Stadt ergreifen und ließ Dornen aus der Wüste
und Disteln holen und züchtigte die Leute von Sukkot damit. In 1. Mose 3,17 heißt es, dass der Erdboden verflucht wird. Das ist ein Bild für den Fluch. Und dann heißt es, Dornen und Disteln soll er dir tragen, der Erdboden. Das heißt, Dornen und Disteln sind ein Bild für den Fluch. Der Herr Jesus trägt eine Dornenkrone am Kreuz. Damit zeigt er an, er ist unter dem Fluch. Und jetzt heißt es, dass diese Menschen gezüchtigt werden, das heißt geschlagen werden, mit Dornen und Disteln. Was wird an diesen Menschen denn getroffen? Ihr Körper, das Fleisch. Also es ist eine Bildersprache, die uns klar macht, das Fleisch ist unter dem Fluch. Versteht ihr, warum dann auf einmal Paulus sagt, in mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes, gar nichts Gutes? Und wisst ihr auch, warum, ihr kennt diesen Psalm, ich gehe jetzt da mal davon aus, wo es heißt, wie lieblich und wie schön ist es doch, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das liebliche Öl auf dem Haupt Aaron, ne? Das herabfließt in seinem Bart, von seinem Haupt in seinem Bart und dann in die Kleider. Ist doch interessant, dass dieses Öl niemals sein Gesicht getroffen hat. Wisst ihr warum? Du kannst Fleisch nicht edel machen. Du kannst es nicht verbessern. Es ist auch nicht zum Retten. Also das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt nie auf das Fleisch. Nie. Sondern das Fleisch ist verflucht. Und das wird auch nie verbessert. Niemals. Das ist übrigens die Doppelbotschaft des Kreuzes. Es gibt eine Doppelbotschaft im Kreuz. Das Kreuz selbst, das Holz, ist für unsere sündhafte Natur, für unser Fleisch, damit es gerichtet wird. Und das Blut Jesu für unsere Sünden, Mehrzahl, für unseren Tatbestand, den wir tun. Ja? Das heißt, die Früchte hat der Herr Jesus bezahlt von dieser Natur, von dieser bösen Natur, mit seinem Blut. Und die Wurzel von diesen Früchten hat er bezahlt mit seinem Kreuz. Das heißt, der Herr Jesus hat ein vollkommenes Opfer geschaffen und er hat die Wurzel angepackt und die Wurzel besiegt. Und das ist was ganz Notwendiges für uns. Lasst uns kurz zwei, drei Stellen anschauen im Neuen Testament noch, was das Fleisch alles so heißt. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das Fleisch nützt gar nichts. Wer von euch stützt sich auf sein Fleisch? Auch im Alltag. Wie intelligent er ist in manchen Dingen, wie gut er singen kann, wie gut er spielen kann, dass du eine bestimmte Augenfarbe bekommen hast vom Herrn. Das sind alltägliche Dinge, Geschwister. Wir müssen gar nicht drum herum reden. Ihr wisst ganz genau, wie der Alltag läuft. Das ist einfach eine Realität. Und der Herr sagt, du stützt dich auf nichts und wieder nichts. Dein Kartenhaus wird bald kaputt gehen. Lass uns noch eine andere Stelle anschauen. Galater 5. Galaterbrief, Kapitel 5. Vers 17 und Vers 24. Geschwister, wer auch mit die Stellen haben will, ich sage es einfach nur mal im Voraus, die sind alle parat, wenn sie jemand haben will. Zum Selbststudium nochmal. Galater 5, 17 und Vers 24. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben Folgendes getan. Die haben das Fleisch gekreuzigt, das Fleisch, nicht unsere Sünden, sondern das Fleisch, samt Leidenschaften und Lüsten. Das ist der vollkommene Sieg in Christus. Also das nächste Mal, Geschwister, wenn irgendetwas in euch aufflammt, eine Wut oder irgendetwas, dann dürft ihr sofort wissen, stopp, es ist ja dafür bezahlt worden.
Ich muss gar nicht mehr. Christus hat uns von dieser Bindung losgemacht. Früher mussten wir, jetzt müssen wir nicht mehr. Gut, so viel dazu. Lasst uns kurz anschauen, wie Christus gestorben ist. Lasst uns kurz über seine Wunden reden. Wo wurde er verwundet? Können wir das kurz aufzählen? An den Händen. Kannst du es lauter sagen? Hände. Hände. Füße. Kopf. Kopf. Seite. Die Seite, genau, sehr gut. Seele. Rücken. Was war's? Seele. Seele auf jeden Fall, und ja. Der ganze Körper. Genau, aber also spezifisch. So. Was war's? Rücken. Rücken. Was gibt's noch? Gibt's noch irgendetwas? Kopf, wurde schon gesagt. Gesicht. Wurde schon gesagt, ja. Das Gesicht. Warum spezifisch diese Körperteile? Warum gerade die? Man hätte auch einfach schreiben, Gott hätte einfach schreiben können, da wurde einfach gekreuzigt und damit hätte sich die Sache erledigt. Aber die Bibel geht ganz, ganz präzise rein und sagt uns, das wurde, hier wurde er geschlagen. Warum? Aus dem einfachen Grund, um uns etwas zu zeigen. Unsere Hände stehen für unser Tun, bildlich gesprochen. Unser Tun wurde gekreuzigt. Unsere Füße sprechen von unserem Werdegang, von unserem Gehen, von unserem Wandel. Unsere Füße mussten gekreuzigt werden. Sie taugen auch nichts. Unser Rücken hat was mit Starrhalsigkeit zu tun. Unsere Starrhalsigkeit, versteht ihr? Dass wir uns nicht beugen lassen, hat der Herr auch getragen. Unseren sturen, sturen Willen. Das ist damit symbolisch gemeint. Unser Haupt, unser Denken musste gekreuzigt werden. Und selbstverständlich die Seite. Und das ist das Übel aller Übel, unser Herz. Also der Herr hat eigentlich damit gezeigt, der Mensch ist in sich selbst vollkommen nicht fähig und nicht tauglich für Gottes Willen. Deswegen sagt der Herr Jesus, das Fleisch nützt gar nichts. Dass ihr das wisst, ich glaube, das ist manchen gar nicht richtig bewusst. Eure alte Natur wird nicht besser. Wer von euch geht durch diese Welt und glaubt, weil er ein Christ ist, wird er geduldiger? Oder wird er liebevoller? Dann ist das eine große Lüge, Geschwister. Wisst ihr, was wir damit eigentlich meinen? Wir meinen, unseren alten Menschen, der ans Kreuz musste, der wird besser. Der wird nicht besser. Da gibt es nichts zu retten. Gott hat über diesen alten Menschen einen Spruch. Wir können das gerade aufschlagen. Lasst uns das bitte mal aufschlagen. Steht in Römerbrief Kapitel 8. Römerbrief Kapitel 8, Vers 3. Da steht genau drin, was Gott mit dem Fleisch getan hat. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, also unsere sündhafte Natur, kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch, also er wurde ein Mensch, der Sünde, und um der Sünde willen, also das heißt unsere sündhafte Natur, und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist die einzige Antwort, die Gott hat, wenn es um unser Fleisch geht, um unsere alte Natur. Verurteilung, richten. Was machen wir? Wir gehen wirklich davon aus, ich bin jetzt von meiner Natur her, ich persönlich, bin sehr jähzornig. Sehr jähzornig. Und jetzt, wenn ich Jesus nachgehe, dann wird dieser jähzornige alte Melke, der wird nicht besser und sanftmütiger. Der wird nicht besser. Wir denken wirklich, vielleicht wird unser alter Mensch besser. Der ist tot, Geschwister. Da gibt es nichts zu retten. Deswegen arbeiten wir uns manchmal in einer Erlösung vollkommen in den Wind. Weil wir denken, wir können dieses Fleisch, worauf das Öl nie hinkommt, veredeln. Niemals. Das Fleisch wird niemals veredelt. Sondern es ist aus dem Weg, aus dem Lager zu geben und ins Feuer, ins Gericht zu geben. Was dagegen bei uns definitiv
anders wird, ist der neue Mensch in uns. Christus in uns. Und auf den müssen wir Acht haben. Steht alles im 1. Korinther Kapitel 15. Und viele andere Verse. Prediger Kapitel 7, Vers 20 bis 22. Prediger 7, Verse 20 bis 22. Und dieser Satz hat unermesslich in sich. Hört ganz genau hin. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst, denn wie oft, das weiß dein Herz, hast auch du anderen geflucht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Weißt du, wisst ihr, was Gott sagt? Alles tun und machen in der Welt, egal wie gut es ist, egal wie viele Millionen sie spenden, es ist mit Sünde behaftet. Das ist doch mal ein vernichtendes Urteil, oder nicht? Was macht die Welt? Ah, dieser gute Mensch. Dieser wunderbare Mensch. Und dann gibt es so ganz verrückte Sätze. Ich war ja Postbote und ich habe das am meisten, glaube ich, mitbekommen, weil ich ein Paket gebracht habe. Dann standen manchmal auf diesem Boden von den Häusern in den Eingängen, stand auf einmal so ein Herz und dann steht da auf einmal: Vertrau deinem Herzen, es kennt den Weg. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich so, der Herr bewahre, auch hoffentlich geht dieser Stein kaputt. Wie? Vertraue auf dein Herz. Die Bibel sagt, dass das Herz böse ist. Versteht ihr also, wie krank eigentlich das ist? Ihr seht, wie Gott denkt und wie die Menschen denken oder wie die Welt denkt. Ja, kein Mensch ist so gut, dass er etwas Gutes tut, ohne dabei zu sündigen. Das ist schon sehr vernichtend, muss ich ehrlich sagen. Dann 1. Mose 6, Vers 5. Diesem Mann dürfen wir auch besonders danken im Himmel. Noah. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. Vers 5 und Vers 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten, seine Pläne und seine Absichten, der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Es ist unglaublich, wie Gott es nochmal steigern musste und nochmal das Wort alles hinzufügen wollte und nochmal mehr, um uns einfach einzutrichtern, der Mensch ist einfach böse. Und jetzt möchte ich euch etwas ans Herz legen, Geschwister. Das hört sich ja erstmal ganz schlimm an, das Ganze. Wir sind alle böse und wir sind alle schlecht und. Und es gibt etwas in der Christenheit, das ich seit Jahren beobachte. Es gibt viele Christen, die jammern und sagen, Herr, ich bin so schlecht. Ich habe es nicht verdient. Und ich bin so. Und Herr, ach mir. Und man schlägt sich an die Brust und sagt, ich bin so ein böser Sünder. Und wenn jemand rausgeht und jemand in der Welt ihn anschreit und sagt, du bist so ein ekelhafter Mensch, dann rebelliert er. Warum sagst du sowas zu mir? Wenn Paulus über sich gemeckert hat, über sich selbst als Mensch, dann hat ihn das immer zu Christus geführt. Und immer mehr zu Christus geführt. Wenn unser Jammern und unser Meckern über uns selbst nicht uns mehr zu Christus führt, dann ist es versteckter Hochmut. Habt ihr das verstanden? Wer hat das nicht verstanden? Paulus, sein Klagen über sich selbst, hat ihn immer mehr und mehr in die Abhängigkeit zu Christus geführt. Wenn unser Klagen und Jammern uns nicht mehr und mehr in die Abhängigkeit zu Christus führt, sondern uns von Christus sogar fernhält, dann ist das versteckter Hochmut. Weil wir meinten, wir wären eigentlich besser, als wir gedacht haben. Und es ist halt doch nicht so gut rausgekommen, wie wir eigentlich von uns gedacht haben. Meistens ist man dann ja enttäuscht von sich selbst. Wie konnte ich nur sowas tun? Weil man einfach viel zu gut von sich gedacht hat. Also ich habe mich oft genug beobachtet, wo ich einfach enttäuscht war. Und dann habe ich kurz so für mich überlegt, warum eigentlich? Und dann habe ich bei mir begriffen, das ist ja gar nicht, weil du traurig bist, dass du gerade gesündigt hast. Sondern du hast einfach gedacht, du wärst besser.
Ganz einfach. Und dann habe ich gemerkt, diese Traurigkeit kommt aus der Hölle. Und diese Traurigkeit ist zu verwerfen. Das ist Traurigkeit der Welt. Und nicht eine gottgewollte Traurigkeit. Versteht ihr das? Das ist sehr wichtig. Gut. Genau. Jetzt wollen wir uns etwas anschauen. Lasst uns bitte aufschlagen. Und jetzt wird es zentral. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Ich sage jetzt einzelne Verse. Und dann will ich uns verständlich machen, um was es hier genau geht, wenn es um das Fleisch geht oder um die Sünde. Was wollen wir nun sagen? Vers 1. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Ich wiederhole. Sollen wir in der alten, sündhaften Natur verharren? Und was sagt er? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der alten Natur gestorben sind, noch in ihr leben? Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der alten sündhaften Natur nicht mehr dienen. Verstehen wir jetzt, diese Sätze machen viel mehr Sinn. Jetzt verstehen wir, was er mit Sünde meint. Was meint er denn mit Sünde? Welche bestimmte Sünde meint er denn? Er meint nicht eine Tatsünde, sondern die Wurzel dieses Problems. Wir Menschen, wir Christen sind gar nicht mehr verpflichtet. Das ist ein Jubelschrei in unserem Herzen. Wir sind gar nicht mehr verpflichtet, Geschwister, unserer alten Natur nachzugehen. Das ist was Herrliches. Das ist das, was die Welt eigentlich sucht. Wir haben das. Ist doch herrlich. Warum jubelt keiner von euch? Vers 10. Vers 7, Entschuldigung. Denn wer gestorben ist, also mit Christus mitgekreuzigt wurde und gestorben ist, der ist von der alten Natur freigesprochen. Ihr seid frei. Ist euch eigentlich das bewusst? Ihr seid frei, ihr müsst gar nicht mehr. Das ist doch herrlich. Stellt euch vor, ihr habt Handschellen und der Herr macht sie einfach kaputt und ihr seid einfach frei. Ihr müsst gar nicht mehr. Ihr seid gar nicht mehr verpflichtet, eurer Natur nachzugehen, eurer alten. Ist doch herrlich. Wisst ihr, wie das wirksam wird? Über Glauben. Nur Glaube. Einfacher, kindlicher Glaube. Ich glaube das und der Herr hat das bewirkt und das war's. Und ihr müsst nichts mehr machen. Und wenn es in euch hochkocht manchmal, ich habe das manchmal auf dem Straßenverkehr, mich am liebsten, ihr kennt das. Ich rede eigentlich aus den meisten Herzen heraus, glaube ich, wahrscheinlich. Dann gehe ich einfach zurück und sage mir, stopp, ich muss ja gar nicht mehr. Ich muss ja gar nicht mehr wütend werden. Das war's schon. Und dann seid ihr frei, Geschwister. Ihr seid einfach frei. Das ist doch was Herrliches. Vers 10. Denn was er, Christus, gestorben ist, das ist er der alten Natur gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Vers 11. Weil das jetzt so ist, die Schlussbilanz von dem ganzen Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür. Eine Haltung. Haltung. Keine Gefühle. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die alte Natur tot seid. Und damit überwinden wir dieses große Übel, was in der Welt kocht. Die Menschen ticken aus, berechtigterweise, weil ihr Fleisch kocht. In Epheser 2 heißt es, dass der Teufel durch Gedanken arbeitet. Und er stachelt die Menschen an in ihren Gedanken, so dass sie den Willen des Fleisches und der Gedanken tun. Ja, bei uns läuft das auch so mit den Gedanken. Aber wir sind in der Lage, Nein zu sagen zu unserer alten Natur. Das ist herrlich. Das ist ein Sieg, Geschwister. Das ist der Grund, wie wir über jede Sünde, Geschwister, jede Sünde, Sieg haben. Jegliche Bindung ist in diesem Thema gebrochen. Alle Bindungen sind gebrochen, Geschwister. Warum das bei uns nicht wirksam ist oder wird, ist einfach reiner Unglaube. Reiner Unglaube. Wir glauben es einfach nicht. Fertig. Und so eiskalt beschreibt die Bibel das auch. Wenn du glaubst, dann kriegst du alles. Und wenn du nicht glaubst, dann kriegst du halt nichts. Das sagt Jakobus auch so. Wenn du zweifelst, dann kriegst du gar nichts. Wenn du glaubst, dann kriegst du alles. Alles. Einfach alles. Vers 18 noch, in dem gleichen Kapitel.
Nachdem ihr aber von der sündhaften alten Natur befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich möchte euch etwas empfehlen. Einfach in diesen Texten, wenn es um Römer 6, 7 und 8 geht, Dinge, die abgeschlossen sind, das machen wir in Gottes Gnade morgen. Dinge, die abgeschlossen sind, dass ihr sie besonders markiert, wie zum Beispiel hier heißt es, befreit wurdet. Das ist schon durch. Ich muss mich nicht mehr anstrengen für etwas, wo schon lang passiert ist. Stellt euch vor, ich bin reich und ich gehe zu meinem Vater und sage, bitte, bitte, gib mir doch noch 1 Million. Ich glaube, das reicht nicht. Er sagt, mein Sohn, du bist reich. Was willst du denn noch? Es reicht doch vollkommen. Ich habe für alles gesorgt. Und wir kommen und sagen, ja, ist es wirklich so? Ich weiß nicht. Ja, dann bist du selber schuld, wenn du diesen Reichtum nicht schmecken darfst. Das ist auch so eine Sache, Geschwister, an dieser Stelle. Kleinglaube, Unmut, Missmut muss rausgeworfen werden aus unseren Herzen. Ihr müsst euch radikal dafür entscheiden, den Kleinglauben aus eurem Herzen rauszuwerfen. Er muss raus. Er darf nicht toleriert werden in unserer Mitte. Er muss wirklich rausgeworfen werden, mit aller Radikalität. Weil wir wissen, an wen wir glauben. An dem Schöpfer von Himmel und Erde, der nicht lügen kann. Das sind nicht nur irgendwelche biblischen schönen Sätze, sondern das ist eine Realität. Und jetzt Römer Kapitel 7, nochmal das gleiche, 2, 3 Versen. Römer Kapitel 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Warum sagt der Herr Jesus zu Nikodemus und Johannes 3, alles was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Was ist Geist? Geschwister, dass ihr das euch bewusst macht, in eurer Stellung seid ihr Geist. Ihr seid nicht Fleisch. Das heißt, wir sind göttlicher Natur jetzt. Wir haben eine komplette neue Natur bekommen. Die müssen wir einfach pflegen. Die muss gepflegt werden. Vers 17, Römer 7, 17. Jetzt sagt Paulus, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe Ich, der ich Geist bin, sondern die Sünde, also die Sünde, die alte Natur, die in mir wohnt, die tut das. Vers 20. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, der neue Paulus, der in Christus ist, sondern die alte Natur, die in mir wohnt. Versteht ihr, wie eigentlich Paulus in sich selbst akzeptiert, es gibt in mir einmal das Fleisch und den Geist. Und ich gehöre dem Geist an. Auch ich tue, sagt Paulus, Dinge, die ich manchmal nicht tun will. Ihr kennt das alle. Jeder von euch. Wir könnten alle Bücher und Bänder schreiben über solche Dinge. Aber Paulus hat sich eins gemacht mit dieser Realität. Morgen gehen wir dann ins Detail, wenn es um die Stellung geht. Dann werden wir diese Themen besonders beobachten. Warum wir in Christus sind, wie wir in Christus sind, was das ganz praktische Auswirkungen für uns haben wird. Verse 24 und 25 gleich danach. Jetzt kommt sein Schrei. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ja, die Sünde steckt doch da drin, dieses ekelhafte Übel, was mich jedes Mal runterziehen will. Kennt ihr doch alle. Und deswegen schreibt Paulus. Und jetzt kommt etwas Schönes. Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst, ich, der neue Paulus, nun mit der Gesinnung, mit meiner Einstellung, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Also, Paulus hat akzeptiert, dass er diesen Kampf hat. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir akzeptieren, wer wir sind, wie wir gestrickt sind und was uns Gott gegeben hat. Jetzt kommt das Entscheidende, Vers 25. Er dankt Gott durch Jesus Christus. Die einzige Person, die uns den Sieg gibt, ist an einem Ort zu finden, in der Person Jesu. Alles, was nicht in dieser Person Christi hineinmündet oder aus ihr herauskommt, ist Fleisch. Und Gott wird niemals von uns verlangen, niemals, Geschwister, dass wir einen Dienst tun, dass wir Loblieder singen oder irgendetwas, was aus uns selber herauskommt. Das wird Gott niemals von uns verlangen. Weil das Fleisch verflucht ist, Geschwister.
wenn wir lernen, es zu richten, die Regungen und Neigungen in unserem Fleisch, wenn wir lernen, ich sage ganz bewusst lernen, dann lernen wir bewusst auch mehr und mehr im Geiste zu wandeln. Und wenn dieser Zustand gepflegt wird, dann werden wir immer stabiler. Wir werden immer resistenter gegen die Sünde. Und ein besonderes Merkmal ist, wo man sieht und erkennt, dass jemand Sieg über Sünde hat, ist, wenn Gottes Gnade fließt in seinem Leben. Gnade wird nur dem Demütigen gegeben. Dem Hochmütigen widerstrebt Gott, sagt 1. Petrusbrief. Gott widerstrebt dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und die Gnade lässt uns siegen über die Sünde. Das heißt, ein Mangel an Verlust des Sieges in Christus, ein großer Teil, ist mangelnde Demut. Mangelnde Demut im Leben des Gläubigen. Dann müsst ihr euch selbst beobachten, Geschwister, und das vor dem Herrn bewegen. Demut, das ist die, ist interessant, dass die Demut eigentlich gar nicht in Galater 5 kommt, wenn es um die Frucht des Geistes geht, ja? Kommt Demut nicht vor. Ja, aber ihr kennt Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, oder? Demut ist doch gar nicht betitelt. Wisst ihr warum? Ist doch so eine schöne Eigenschaft, oder nicht? Gute Frage, oder? Ja. Weil die Demut der Boden ist, auf dem diese Frucht wächst. Es ist der Boden. Aus dem entspricht alles. Demut, Geschwister, einfach Demut. Ich will zum Abschluss kommen mit einer Sache. Lasst uns bitte aufschlagen. Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Wir lesen ab Vers 27, ist besser. Matthäus 11, lasst uns bitte Vers 25 lesen. Ich liebe diesen Satz. Einfach, weil ich diesen Satz liebe. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und wisst ihr, warum ich diese zwei Sätze noch mitgenommen habe? Es sind zwei Sätze, der Herr betet zwei Sätze. Zwei Sätze, Geschwister. Und die sind vollkommen angenommen von Gott. Manchmal haben wir das Gefühl, ich muss ja Stunden beten. Das ist ja auch, ne, so eine Sache. Der Herr betet zwei Sätze und sie sind vollkommen angenommen. Ist doch schön, oder? Mhm. Also der Herr hat auch natürlich auch andere Gebete gesprochen, auch über die ganze Nacht. Also diese Seite gibt es auch. Ne? Aber auch zwei Sätze hat er einfach gebetet, ist doch schön. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und jetzt, weil das so ist, Geschwister, kommen die nachfolgenden Verse. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und weil ihm alles übergeben worden ist, sagt der Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und jetzt sagt er uns wie. Nehmt, also das heißt, wir müssen etwas tun. Wir nehmen auf uns sein Joch. Und er sagt jetzt, lernt von mir. Von was sollen wir lernen? Vers 29, die Begründung ist, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weil, Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig, weil ihm alles übergeben worden ist, weil er der Schöpfer ist, weil alle Autorität in seinen Händen ist und er, der alles hat, er sagt, komm. Das sollte uns doch Mut genug geben, zu sagen, ich gehe zu dem, dem alles gehört. Das ist die Ausrichtung dieser Verse. Alles andere macht sonst keinen Sinn. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn er nicht davor sagt, mir gehört alles. Genau aus diesem Grund habe ich ja so viel Freimut, zu ihm zu gehen. Weil ihm alles gehört. Einfach alles. Da war ein Junge, so wie der hier vielleicht.
ein Christ. Wir sind Zug gefahren. War eine sehr, sehr schöne idyllische Landschaft. Sehr, sehr schön. Ich glaube sogar, es war in der Schweiz. Und dann schaut er so verwundert raus und freut sich, der kleine Junge. Und dann sagt ihm mein Mann, warum lachst du so? Warum freust du dich so? Er sagt, schauen Sie, sehen Sie da hinten diesen kleinen See da? Er gehört meinem Vater. Ja, schön, vielleicht ne, ist sein Vater reich. Schön, gut, ja. Dann fahren sie ein bisschen weiter, 5 Minuten später, auf einmal sieht er ein riesiges Stück Land. Weiter als das Horizont. Und dann freut er sich wieder und der Mann sagt, warum freust du dich denn wieder? Sagt er, sehen Sie dieses riesige Land? Er so, ja. Sagt er, das gehört meinem Vater auch. Sag mal, wer ist denn dein Vater eigentlich? Sind sie weitergefahren? Und auf einmal ist dann so ein riesiger Berg. Ein riesiger Berg. Und dann sagt er nochmal das Gleiche. Sagt er, sehen Sie da diesen riesigen Berg? Sagt er, gehört auch mein Vater. Dann fragt der Mann, sag mal, wer ist denn mein Vater? Sagt er, mein Vater ist mein Gott. Mein Vater ist Gott. Und deswegen, Geschwister, können wir zu ihm, weil ihm alles gehört. Es gehört ihm einfach alles. Deswegen dürfen wir ermutigt sein. Aber es geht hier noch weiter, ganz kurz, ich will es noch erklären. Das sind auch solche christlichen Phrasen, die manchmal kommen. Nimm auf dich das Joch Jesu. Was heißt dieses Joch auf sich nehmen? Nehme ich das Joch Jesu nur auf, wenn es mir schlecht geht? Auch wenn es mir gut geht? Soll ich mich selbst verleugnen, nur wenn es mir schlecht geht? Oder auch wenn es mir gut geht? Alle Zeit. Immer. Also was heißt denn das jetzt? Folgendes. Ihr wisst, wie ein Joch funktioniert. Es sind zwei Hölzer. Zwei Tiere werden an dieser Hölzer befestigt und beide gehen miteinander. Und sie ziehen beide an einem und demselben Strang. Sie ziehen einfach. Und deswegen verbietet uns auch die Bibel, in ein ungleiches Joch reinzugehen, mit Ungläubigen zu heiraten, weil sonst dieses Joch nicht passt. Wenn du einen Esel mit einem Pferd miteinander unterjochen tust, dann wird diesem Esel, das wird nur Schmerzen zubereitet werden. Weil es absolut nicht in der Waage ist, versteht ihr? Übrigens ist das auch ein aramäisches Wort, das heißt Shautef, das heißt keine Ehegemeinschaft. Dass ihr das wisst, es ist uns verboten, mit Nichtgläubigen zu heiraten. Dass das einfach in unsere Herzen eingebrannt ist. Es ist verboten. Auf jeden Fall, dieses Joch hat einen ganz besonderen Charakter. Normalerweise ziehen ja beide Tiere und beide Tiere haben Lasten. Beide Tiere. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt uns, komm unter mein Joch, weil es sanft ist und leicht. Wie? Wie ist es leicht und sanft? Ein Joch ist nicht leicht. Und es ist vor allem nicht sanft. Wisst ihr warum? Weil er derjenige ist, der am Kreuz schon alles getragen hat. Und wir gehen in ein Joch mit ihm oder unter ein Joch mit ihm, wo die Lasten bereits schon getragen wurden. Und deswegen ist es für uns leicht. Und deswegen ist es für uns sanft. Versteht ihr diesen Gedanken? Die Lasten wurden schon lange getragen. Da war ein Mann, der wurde von einer Pferdekutsche, das war noch damals vor über 100 Jahren, der wurde per Anhalter mitgenommen. Er stand einfach so an der Straßenecke und hat einen riesigen Rucksack, einen riesigen. Und der Mann auf der Kutsche nimmt ihn hoch und sagt, junger Mann, komm hoch, nehmen Sie gerade mit. Dann gehen sie und er hat einen Rucksack auf der Pferdekutsche an. Auf der Pferdekutsche. Und dann sagt der Mann zu ihm, ziehen Sie doch einfach Ihren Rucksack aus. Und dann sagt er, das ist jetzt wir, das sind wir, weil wir so fromm sind, so oberfromm manchmal. Nein, schon gut, Sie haben mich überhaupt schon mitgenommen, ich bin Ihnen dankbar. Schon gut, ich lasse den Rucksack gerne. Und der Mann sagt, ob Sie jetzt den Rucksack auf Ihrem Rücken haben oder zwischen Ihren Beinen, auf der Kutsche, Sie tragen die Last nicht mehr, es sind die Pferde. Legen Sie den Rucksack ab. Versteht ihr? Das sind wir. Nein, Herr. Ach, du bist doch viel zu nett zu mir. Der Herr sagt, leg's ab. Mhm. Und er sagt, nein, das... Wenn wir so gehen mit dem Herrn, Geschwister, dann tragen wir berechtigt die Lasten mit. Berechtigt. Und dann ist es auch kein Wunder, dass wir kaputt gehen an unseren Lasten.
Weil der Herr eine Lösung gefunden hat. Ein Grund ist, warum wir das nicht tun, ist, weil wir zu stolz sind. Und das ist wirklich so. Weil wir immer noch zu viel von uns halten. Einer hat mal gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich sofort schreien, Gnade, Gnade, alles war nur Gnade. Und dann wird ein anderer sagen, das wissen wir hier alle. Es ist nur Gnade, Geschwister, dass wir gerettet wurden. Versteht ihr, es ist nur Gnade. Eine letzte Stelle möchte ich mit uns anschauen. Lasst uns bitte aufschlagen. Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4. Vers 14 bis 16. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist doch das, was wir wollen. Und das machen wir jetzt auch. Ganz praktisch. An dieser Stelle sind wir fertig, Geschwister. Wir haben jetzt danach auch Zeit, nochmal mehr und mehr über diese Themen zu reden. Und wer mehr über dieses Thema haben will, wie gesagt, ich habe es hier alles in Schriftform oder auch in PDF-Datei. Morgen in Gottes Gnade, wer in der Lage ist zu kommen, wer in der Lage ist, ist herzlich willkommen. Dann werden wir in die Thematik nochmal tiefer eingehen. Ich würde gerne noch einmal mit einem Gebet abschließen und dann können wir miteinander Austausch halten. Gepriesen sei dein Name, dass du gesiegt hast. Wunderbarer Sohn Gottes, der du den Tod besiegt hast, die Welt, die Sünde, den Teufel, alles Sichtbare und Unsichtbare hast du dir erworben. Herrlicher und wunderbarer Sohn Gottes, wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an deinem Thron der Gnade. Und ich kann nicht für meine Brüder und Schwestern reden, aber ich weiß, dass es auch in ihren Herzen so ist, Heiland, denn wir sind alle gleich. Herr Jesus, wir wollen diesen Unglauben, diesen Kleinglauben rausschmeißen aus unseren Herzen. Er sei dort, wo er hergekommen ist. Und zwar soll er ans Kreuz geschlagen werden. Wir glauben dir, du bist der Einzige, der glaubenswürdig ist, und wir vertrauen dir. Und damit hat sich das erledigt, Herr. Und auch unseren Herzen werden wir von nun an durch deinen Geist und durch deine Gnade nicht aus uns selbst heraus den Takt geben, den unser Herz zu gehen hat. Und zwar unter die Schrift. Du sagst, du liebst uns und wir danken dir dafür. Du sagst, wir haben gesiegt in dir, wir sind mitgestorben und wir sind auch gar nicht mehr verpflichtet. Wir sind freigesprochen und wir danken dir und wir stimmen mit Jubel in diesem Lied, mit Jubel, Herr Jesus, in diesem Sieg ein. Wir danken dir, Vater, dass du uns deinen geliebten Sohn gegeben hast. Kein anderer hätte uns retten können. Es gibt niemanden als nur du, du wunderbarer Sohn Gottes, der du dich in Licht hüllst, der du umkleidet bist in Majestät, der dich Lichtstrahlen umgeben, der du Augen hast wie eine Feuerflamme und der du unsere Herzen siehst durch und durch. O Herr, hilf uns, diesen Sieg in Anspruch zu nehmen. Gib meinen Brüdern und Schwestern, Herr, dass sie nichts mehr hindert und alles, was sie hindert, auch im Gebetsleben, zu diesem Thron der Gnade zu kommen, zu diesem köstlichen Gnadenthron, das wollest du aus unserem Leben entfernen. So wollen wir, Herr Jesus, dir gehorsam sein, wie du gesagt hast zu Abraham. Treibe die Magd und ihren Sohn hinaus. So, Herr, so bitte ich dich für mein eigenes Herz und das meiner Brüder und Schwestern, dass Unglaube, Gesetzlichkeit, Missmut und Unmut aus unseren Herzen rausgeworfen wird. Herr, es sei rausgeschmissen. Und wir danken dir, dass du uns gesiegt hast. Herr Jesus, wir danken dir. Du wunderbarer Sohn Gottes, segne unsere Gemeinschaft auch im Nachhinein, Herr. Amen. Amen. Amen.